Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Jetzt machen wir mal was anderes, weil das funktioniert irgendwie nicht. Es gibt ja noch andere Aufgaben. Machen wir mal das weg, sonst haben wir das die ganze Zeit im Bild. Brauchen wir nicht mehr verfolgen, können wir mal anders machen, nochmal probieren. Hier. Now there's a sight for sore eyes, the young buck. I tell you what, Buck, never loved something too much. I love the Chipotle cheese chips they sold down at the gift shop too much. I'd never go anywhere without them, like a scrumptious colostomy. People even thought my surname was Hand Chips. Oh, hier. Foto-Herausforderung. Fotos schießen will ich jetzt nicht unbedingt. Was ist das? Karten-Herausforderung. Map-Challenge. Wir müssen ja mit dem Auto eigentlich das andere Zeug noch abfahren, gell? Ist das hier? Aber auf der Map war ja noch was eingezeichnet, gell, was wir noch finden müssen. Nee, jetzt nicht mehr. So, wahrscheinlich nochmal zu, noch zu den Herausforderungen gehen wahrscheinlich. Was war das nochmal? Der war zu dick, den haben wir schon gefangen. Da ist die Route zu schwach. Golden Tours. Fange ein Forellenball. Was ist Golden Tours? Mission verfolgen. So. Dann auf die Map. Was muss ich hier machen? Had a little clash with old Clay. It's like he just doesn't want more people in this park. Ich suche die Geisterstadt. Na gut, dann besuchen wir mal die Geisterstadt. Aber die ist jetzt nicht mehr eingezeichnet, oder wie? Wo war denn die Geisterstadt? Hier sind die. Eisenbahn. Fahren wir mal dahin. Did you know the oldest fish hooks ever were made of sea snail? Wollen wir nochmal das Auto bekommen? Hier. Hier bekommt man dann ein Fahrzeug. Oder hier. Nee. So, jetzt hat. So. Dann rein in die gute Stube. Fahren wir mal. Wo muss ich lang da lang? Sieht halt gar nichts hin. Wo ist der Weg? Fahren wir durch die Wildnis. Keine gute Idee, ich glaube auf dem Weg bleiben ist Zünder. Also Weg. Doch ein Lagerfeuer. Aber wie geht's denn jetzt da weiter? Allein. Ich habe keine Ahnung, oh Gott. Die Lenkung ist natürlich grottig, ne? Kurz Map, ich bin hier. Ich muss hier komplett außen rum, oder? Doch. Na, dann fahren wir mal außen rum. Schauen wir mal, wie schnell das geht. Und Ausschau halten nach irgendwelchen invasiven
Gedöns. Hier gibt's. Oh, 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 wie der lenkt, alter Schwede. Komm ja irgendwie nicht näher, ne? Ah, habe ich das schon eingenommen? Oh, hier ist er was. Ah, diese Töne sagen dir, wo was ist. Okay. Aber ich habe vorhin ein Dokument verpasst, wo ich da dort war. Überhaupt noch richtig? Na toll, jetzt bin ich an einem Steg. Kann ich nur... Nein, nein, ich muss hier... Gibt es da dann ein Auto, wenn ich hier rüberfahre mit dem Boot? Fahren wir mal Boot, einfach so als der Gaudi, oder? Schau, wie sich das lenken lässt. Oha. Okay. Nee, nicht aussteigen. Muss ich jetzt genau hin? Nach rechts. Wir fahren mit dem Boot. Weil jetzt halt kein Auto mehr, damit ich da drüben bin, oder? Noch weiter rechts. Naja, wir testen jetzt mal alles aus, so. Jetzt. Oh, oh. Oh, wo ist denn das, dieses Ding, wo ich suche? Ah, noch um die Ecke rum, okay. Hier. So. Nein, jetzt geht's zu Fuß dann weiter, oder? Weil wir kein Auto hier nirgendwo haben. Ja, das ist natürlich blöd. Okay, über den Berg rüber wird es ein bisschen schwer werden, ne? Oh nee. Was ist das? Kann man da schnell reisen? Oder hier? Vielleicht gibt es da ein Auto. Oh, da ist was Invasives. Gut. That's just the sort of weed we're looking for, Buck. Sally will be rip-rearing ready for introductions in no time. Da ist wieder ein Fahrzeug. Da ist das. Dokument, ja. Na, so Sachen finden ist ja auch lustig irgendwie.
Okay, wir haben eh nur ein Fahrzeug. Die Frage ist jetzt, wo muss ich lang? Da lang, genau. Den Weg entlang. Kurz den hier, hä? Immer schön Ausschau halten nach invasivem Zeug. Naja, dann sind wir wenigstens mal Boot gefahren, ne? Kilometer noch. So weit noch. Okay. Ganz schöne Kurverei. Was ist da? Da hat eine Information. Forellenbarsch kommt mit allen Gewässern vor, außer in den Tiefen. Spellen große Seen. Was? Soll ich hier mal angeln oder was? Gehe zum Wegpunkt. Verwende Ausrüstung, jetzt habe ich es auf einmal. Fang einen Fisch im See. Hä? Willst du mich jetzt verarschen? Soll ich hier oder was? Soll ich hier mal schnell auswerfen? Komm, machen wir mal. Einfach so. Vielleicht können wir das gleich erledigen hier am Fluss. Aber ich soll den mehr im See fangen, gell, damit das hier nicht so hinhauen. Ach, shit. Zu früh. Zwischen 10. Komm, beiß an. Kleine Fischi. Komm schon. Vorhin ging es doch ganz schnell.
Ah, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Jetzt ist er dran. Und? Ja, schnapp ihn dir. Nochmal. Zack. Besonders groß ist der nicht. Ziehen wir einfach so. Das war jetzt aber knapp hier. Und, was ist das für ein Ding? Eine Regenbogenforelle. Okay. Gehen wir zurück zum Auto. Wollte wohl mal schauen, was da gibt. Müssen wir zu dieser Geisterstadt. Wo ist denn jetzt die Karre? Die ist jetzt nicht weg, oder? Das wäre jetzt noch schöner. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte schon. Okay, ich muss hier hin. Hätte ich hier schnell reisen können? Nee. Dann sind wir ja nah dran. Düsen wir da mal hin. Langsam, langsam, langsam. Wo ist der Weg? Wo ist der Weg? Ah! Alter, die ist so scheiße zum Lenken. Moment, Moment, Moment. Ich muss doch gar nicht da lang, oder? Ich bin doch nur einen Kilometer entfernt. Oh, Maus. Och. Ich sehe nichts. Wo fährst du denn hin? Wo ist denn jetzt der Weg? Ach, hier ist er. Oh, man sieht halt nichts. Hä, wo ist denn jetzt die Straße? Oh, da ist was Invasives. Wo warst du jetzt? Da hinten? Ach, da ist die Brücke. Oh Mann, ich hab's nicht gesehen. Aber ich muss doch gar nicht über die Brücke. Doch, ich muss schon über die Brücke. Da müssen wir schnell hin und das dem Förster melden. Wir sind ja Naturschützer nebenbei noch hier. Aber keine Klimaaktivisten. Wo war der Baum? Hier, da, 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 da. Da ist was Invasives. Was müssen wir melden? As I live and breathe, another Douglas fir beetle infestation. Comb the area and see if you can spot more. Yeah, boy. Okay, dann haben wir das auch. Da hinten ist das erste Ding. Da müssen wir noch zur Geisterstadt. Aber bei dem Autoding ist immer liegen, da liegen immer so Teile rum, so also Dokumente. Da ist, nee, diesmal nicht. Doch, ich hör's. Da liegt's. Zack. Ein Boot auch. Nee. Nö, 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 nö. Ist schon geil hier, oder? Hey, schau dir mal die Landschaft an. Das ist ja Wahnsinn. Das sieht aus wie ein Grand Canyon. So, jetzt haben wir nicht mehr weit. Halben Kilometer knapp. Ein bisschen mehr. Immer nach so invasiven Zeug Ausschau halten. Meter noch. 300 Meter, 200 Meter. Eine alte Schienenstrecke hier, Brücke.
Here you see the tracks of my tears. One more of man's attempts to siphon away nature's bounty at a heavy cost. This railway here carried a precious cargo out of the park to be refined and sold for coin. However, it got shut down when the powers that be did the right thing for once. After the mining industry was ixnayed here at the park, we had no more need for a choo-choo or two. Choo-choo or two. Now they're gone to join the rest of the metal they hauled out of here. Yeah. Zur Geisterstadt. Bin ich gerade auf dem Weg. Ist doch das Ding hier, oder? Kann es aber nicht anklicken. Naja, gut. Danger. Das auch noch. Oh, invasiv. It's Clay. Just getting in at Ruby River Range if you need me. Got you down here. Quarter of them oxides sorted. We'll be pulling out the daisies in no time, Buck. Noch ein paar Meter geradeaus. Über die Brücke. Hier lang? Hier lang. Bin ich falsch, oder? Ich bin hier. Ach, ich muss da rüber. Ja, dann fahren wir hier rum. Nee, zurück und rechts. Fix. Da ist doch was Invasives. All the telltale signs of a bark beetle infestation. I'll notify the fire department that we got an at-risk area on our hands. This here is what folks call Ghost Town. Although a few hundred years ago, you'd have known it as Prosperity Spring, the mining hub of Wyoming. Lovely name. But there's nothing nice about chipping away at nature's beauty for some pretty rock. Maybe hard to picture now, but the powers that be didn't always see the value in protecting a place like Golden Ridge. Instead, getting carried along in the gold rush that washed the reserve down the drain. It's hard to say how much damage the toxic metal and acid runoff did to the park. I'm relieved to say that those who could put their foot down before the elks, bears, and whatever Johnson was around got ran out of house and home. Now the town rots where it stands and the gold stays where it should. Ich muss ja die ganze Zeit spazieren fahren. Das ist schon weit. Jetzt hier, das ist dann hier hin, dann hier. Hier, oh Gott. So viel rumkurven, aber dann hast du halt die Flüsse gleich. Ich fahre jetzt nochmal hier hin. Und dann glaube ich, werde ich noch ein bisschen fischen gehen, weil ich habe ja die eine jetzt fast fertig. Hier lang oder wie? Thank you.
sind viel zum Erkunden im Auto, für das, dass es ein Fishing-Game ist. Was war denn das gerade? Gerade hier über was drüber gefahren, oder? Ja, hier, guck. Touristenattraktionen. Yeah, if you Bigfoot. Can find me anymore, I'll put it in the visitor center next to the pond music and the fairy parties. Haben wir doch mal was hier nicht, den hätten wir fast übersehen. Warte mal, welche? Ich bin hier richtig, ja. Schon irgendwie lustig auch das Erkunden, wenn man nicht bloß dazu fischen kann, im Auto ein bisschen rumfahren, Sachen erkunden. Weiter. Was war das denn? War ich jetzt noch richtig? Mit einem 360 gerade hier? Open canyons you could park a plane in means you're far genau wenn ich fahre, kommt die Schrift. While you're there, drop by the outpost. Much like any other outpost, you'll be able to find notice boards, storage lockers, a boathouse and a garage for easy access to transportation. Was ist das Ding? Innen drin? Da oben. Ah, hier kann man auch Aufträge dann annehmen. Das ist ja cool. Habe ich jetzt das schon gefunden? Das ist ja geil. Da kann man hier dann fischen. Das ist schon gar nicht schlecht, wenn man sich die Sachen holt. Weil die Karte ist ja unmenschlich groß. Hör da mal das an. Da müsste ich ja jetzt echt Tage. Okay, da waren wir jetzt noch. Gut, hier kann man ja dann schnell reisen, gell? Ja. Wollen wir den noch klappern? Und den, die zwei mache ich noch in dem Video. Dann dauert es halt ein bisschen länger. Aussichtsturm gefunden. Wo denn nun? Ja? Hier muss ich darauf, um den zu aktivieren oder wie? Ist da oben irgendwas für mich? Das Ding muss ich aktivieren, oder? Überblick. Later, American trappers rendered the French name in English as Golden Ridge Reserve. Golden I quite Ridge like Reserve. The old moniker, but hey, the new one's not too shabby. Okay. Da ist ein Staudamm. Ja, dann haben wir das auch. Was sollen wir hier runterspringen?
wahrscheinlich tot. Wo ist die Karre jetzt? Ja, cool. Ist schon gut, dass es mehrere Spots gibt und das Schnellreisen gibt, finde ich gut. So, jetzt holen wir noch schnell die zwei Wegpunkte und dann nächste Runde wieder fischen oder abends wieder, weil ich wohl die Kleinen noch unter Mittagsbetreuung abholen um 3. Moment, wo geht's lang? Da lang und dann links. Scheiße. Vierundzwanzig gibt's da. Da liegt's. Generation Zero. Schießt da. Okay, nächster Punkt. Ja, momentan ist es Autosimulator. Alter, fahr doch. Kann ich beim Drüberfahren auch? Ah, das geht im Auto auch. Das ist ja schon mal gut. Sind das diese Foto-Challenges oder was? Versuch hat auch nach invasiven Pflanzen Ausschau zu halten. Gar nicht so einfach ist beim Fahren. Hey. This dam here was built in the 1950s, and out of all the taxes the land has to pay, it's one of the better ones. This structure allows proper irrigation of the surrounding farmland. And while I wouldn't say it's as grand as some of the other sites in the park, it's a monument of sorts. Unfortunately, that monument releases greenhouse gases, deprives ecosystems of nutrients, destroys habitats, raises sea levels, wastes water. Das Ding würde ich mir noch anschauen. Wie unentdeckt, ich bin noch da vorhin durchgefahren. Es ist gut, dass wir haben schon viel aufgedeckt. Was sind das denn für Dinger hier? Sehenswürdigkeiten, Eisenbahn. Ach, das ist das. Ach. Iron Works Hot Spring. Okay, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.